Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut, meine lieben Brüder und Geschwister. Heute werden wir über die Bücher, die wir an der Universität studieren, reden. Und zwar fange ich mal erstmal mit einem Buch an, was nicht unterrichtet wird. Und zwar dem Buch Maraqi al-Falah. Jetzt, das Buch Maraqi al-Falah ist eigentlich ein Hauptbuch bei dem Fiqh al-Hanafi. Ich werde immer über Fiqh al-Hanafi reden, damit ihr jetzt Bescheid wisst. Und das ist eben ein Buch, was über die Ibadat redet. Also nur über die Ibadat. Und Ibadat bedeutet eben Gottesdienste. Das bedeutet Tahara, Sauberkeit, Fasten, ich meine Gebet, Salah, yani. Und dann Hasiyam, das Fasten, und dann Zakat und Hajj. Die Almosen geben und dann eben die Pilgerfahrt. Nachdem man dieses Buch eben dann gelesen hat, und man sollte auch achten, von wem dieses Buch dann eben korrigiert worden ist, weil ich in einem anderen Video eben gesagt habe, man muss eben gut achten, dass dieses Buch dann eben gut geschrieben worden ist und gut korrigiert worden ist. Sonst versteht man das eben alleine sehr schwer. Natürlich, wenn man mit einem guten Lehrer das liest, dann ist es was anderes. Aber wenn dieser Lehrer zum Beispiel auch nur dieses Buch nur liest und nicht von einem Lehrer davor das gelernt hat, der auch gut war, dann hat man sehr viele Probleme, weil man dann sehr vieles nicht verstehen wird. Bei uns hier in Azhar an der Mittelschule, also Azhar ist nicht nur eine Universität, sondern sie hat auch Schulen für Ägypter und für Ausländer. An der Mittelschule lernt man dann eben Kitab al-Lubab. Dieses Buch. Kitab al-Lubab. Und in diesem Buch wird dann eben auch al-Mu'amalat hinzugefügt und al-Jinayat. Das bedeutet die Handlungen, kaufen, Mudaraba, wie ich das im anderen Video erzählt habe. Also alles, was mit kaufen zu tun hat oder Mirath zu tun hat, Erbschaft und Jinayat, Verbrechen, klauen, stehlen, Sina machen und so weiter. Das ist alles in dem Muhtasar vorhanden, in dem Muhtasar al-Quduri, in dem Haupttext. Und das wird dann eben in dem Buch al-Lubab, was ihr vor euch seht, erklärt. Und das lernen wir dann eben in der Mittelstufe. Natürlich nicht alles, aber was man eben braucht. Also wenn man dann mit dem Buch fertig ist, dann lernen wir in der Oberschule von der 10. bis zur 12. Klasse lernen wir dann Kitab al-Ikhtiyar, was auch ein sehr schönes Buch ist, was aus zwei Büchern besteht. Nachdem man dann al-Ikhtiyar fertig gemacht hat, geht man an die Uni und dort lernt man dann Kitab al-Hidayah, das rote, was ihr so in der Mitte ungefähr sieht, was mir so links ist. Das ist dann eben dann die Erklärung vom Buch al-Lubab, was gerade ich euch gezeigt habe. Das ist dann die Erklärung. Und dort lernen wir dann an der Universität, im Fiqh teilt sich dann das in zwei. Einmal im ersten Jahr lernen wir dann die ganzen Ibadat ganz schnell, auf einer ganz normalen Sprache, ganz normalen arabischen Sprache, was man heutzutage eben verstehen kann. Und dann haben wir noch einen anderen Fach. Also das erste nennt sich Fiqh. Fiqh Mawdu'i hieß das, Fiqh Mawdu'i, was eben mit dem Text, mit dem Thema zu tun hat. Mawdu'a, Thema. Und dann haben wir eben Fiqh Nassi, der Text. Wir müssen nur den Text verstehen, was der Gelehrte damit gemeint hat. Zum Beispiel, wenn er sagt, Al-Faqir, Uqal Al-Faqir, und der Arme hat gesagt. Wer ist hier der Arme? Er selbst. Oder zum Beispiel, Indahuma, bei den beiden. Wer sind die beiden gemeint? Wer sind As-Sahibain? Wer sind At-Tarafain? Und so weiter. Das bedeutet, im ersten Jahr lernen wir dann mit Kitab al-Hidayah, mit dem Buch al-Hidayah, die Ibadat. Nicht alles, nur so 20 Seiten, von jedem Bereich ein bisschen. Und wir versuchen dann eben die Texte zu verstehen. Im zweiten Jahr al-Mu'amalat, die Handlung. Das bedeutet, kaufen, der Kauf und so weiter wird dann hier ungefähr ein bisschen erklärt und dann eben daneben bei dem Fach al-Mawdu'i, was mit dem Thema zu tun hat, lernen wir das eben
mehr, also von alles, aber einfacher. Im dritten Jahr, da wir Corona hatten, haben wir eine Arbeit geschrieben, deswegen haben wir nicht das Buch richtig gelesen. Haben wir über die Shahadat, das Zeugnis ablegen, bei einem Anwalt, also beim Richter. Beim Richter haben wir das gelernt. Und dann nachher beim letzten Jahr haben wir dann wieder Khiyarul Ru'ya, Khiyarul Shart und Khiyarul Aib gelernt, aber ein bisschen detaillierter. Das bedeutet, die ganzen Sachen, die vor einem Kauf passieren oder bevor der Kauf vollendet ist. Das sind dann eben die Sachen, die wir an der Uni studiert haben, im Fiqh-Bereich, Al-Hanafi. Natürlich, jede andere Madhhab, jede andere Rechtsschule hat was anderes gelernt. Und dann nachher im Master haben wir dann die beiden an der Seite, die beiden hier, die beiden Bücher, Bada'i as-Sana'a von Imam Al-Kasani und Fathul Qadir vom Gelehrten Al-Kamal ibn al-Humam. Zwei große Bücher. Und hier seht ihr auch, wie ein Schüler angeht, dass er mit klein anfängt und dann nachher in den großen Büchern reingeht. Und in den beiden lernen wir dann eben Al-Mudaraba. Wenn ein Mann, eine Person Geld hat und die andere Person arbeiten kann. Und As-Salam, wenn jemand eine Erde zum Beispiel hat und nicht das Geld hat, eben zu pflanzen. Dann kommt jemand und sagt, ich gebe dir das Geld für den Kauf, was dann von der Ernte kommt. Und das nennt sich dann As-Salam. Bei dem Fathul Qadir lernen wir dann wieder die drei Khiyarat, Khiyarul Aib, Khiyarul Shart und Khiyarul Ru'ya, detaillierter. Das ist dann eben Fathul Qadir, ist dann eben die Erklärung von Al-Hidayah. Das bedeutet, Al-Hidayah selbst wird dann erstmal in Al-Inaya, im Buch Al-Inaya erklärt. Und Al-Inaya wird dann im Fathul Qadir erklärt. Und wir lernen dann eben Al-Inaya eigentlich, aber von diesem Buch. Das ist eben jetzt ganz kurz, was wir im Fiqh nur lernen. Ich wollte das erstmal so teilen, weil das sehr viel nimmt. Und die anderen Fächer, die wir dann lernen, werde ich in einem anderen Video erklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendetwas anderes wissen möchtet, sagt mir einfach Bescheid. Wenn ich etwas verbessern kann, sagt mir auch, schreibt es mir in den Kommentaren oder schreibt mich einfach auf Instagram oder auf Messenger oder sonst wo. Die ganzen Accounts findet ihr bei mir an der Info, in der Info. Und dann bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.